Der wirtschaftliche Niedergang befördert die Furcht vor einem neuen Bürgerkrieg im Libanon. Viele Menschen verarmen im Libanon. Ich habe große Probleme. Ich schlafe in der Straße. Diese alles, was ich kann, muss helfen. Hallo und Salamu alaikum. Wir befinden uns gerade im Libanon. Libanon 2021. Wir verteilen heute wieder Lebensmittelpakete. Aufgrund der Corona-Pandemie sind größere Versammlungen nicht möglich. Deshalb werden wir die Lebensmittelpakete an die einzelnen Wohnungen, an die einzelnen Bedürftigen vor Ort verteilen. Ich kann euch gerne mal zeigen, was wir alles vorbereitet haben. Hier sind eingefrorene Hähnchen. Jeweils 2 Hähnchen pro Haushalt. Und dann haben wir hier noch voll. Da sind wir. Da ist Reis drin, Mehl, Zucker, Salz, Spaghetti, Öl 5 Liter. Alles, was man für den Lebensunterhalt braucht, haben wir soweit zusammengestellt. Und wir haben hier ein paar bedürftige Familien. Und die wollten sich auch gerne mal zum Wort melden, über die Lage im Libanon berichten. Okay. Also er sagt, die momentan im Libanon ist so, dass man kaum Arbeit hat und wenn man Arbeit hat, dass man nicht mal in der Lage ist, die eigene Familie zu ernähren, weil das Einkommen einfach nicht reicht. Es reicht vorne und hinten nicht. We are Lebanese community with respect, help Dunya, because they help the Lebanese people. Because of the situation in Lebanon, it's very bad, it's very dangerous. The people hungry, the people tired, the people trying to suffering, the suffering, more suffering. Okay, we thank God for help Dunya because they help the Lebanese community, they help the people, the poor people in Lebanon. We are appreciate what it means for the public of Lebanon. Dame, ihr Mann ist verstorben, sie hat 3 kleine Kinder, sie kann nicht arbeiten oder beziehungsweise hat ihren Job verloren und lebt wirklich von Hand zu Mund und ist wirklich verzweifelt in der Situation, die im Libanon herrscht. جمعية هالدنيا يعني ما حدا بيطلع فينا نحن هون هالجمعية هاي أول ما قصدتها دغري عطوني السلام عليكم liebe Geschwister, hallo liebe Spenderinnen und Spender. Wir befinden uns im Südlibanon in einem Palästinenser-Camp. Gerade zur Corona-Pandemie, Wirtschaftskrise, Instabilität des Landes, alles trifft auf einmal dazu. Es kommt so, dass diese Menschen aus Palästinenser, aus Palästina in den Libanon geflüchtet sind. Also die Verhältnisse sind ganz, ganz gravierend. نشكر كل الآيات البيضاء اللي امتدت لأفواه الجائعة في مخيمنا الجوع يعني تحت وطأة جائحة كورونا الناس يعني اعتصرت من الجوع بالإضافة إنه ما في يعني حدا جمعيات أو مؤسسات يعني خاصة الفلسطينيين أو اللاجئين الفلسطينيين الأنروا هي مسؤولة عنهم الأنروا ما بتقدم أي مساعدة أو أي إغاثة بالإضافة إنه حتى في المستشفيات في بعض الناس من أدوية من كذا ما بتستطيع إنه يتقدم منها أو ينعطى لها أي شيء ونقول أجركم على ربنا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وياك إن شاء الله. Also der Bruder hat kurz gefasst gesagt, dass gerade in dem Palästinenser-Camp, im Flüchtlingscamp, erst recht kaum Hilfe ankommt, kaum eine Organisation kommt hierher, kaum irgendwelche Hilfe kommt generell hierher.
aufgrund dessen haben die es noch mal schwieriger im Land als andere. Teilweise, wenn die Menschen sogar hier an Krebs erkrankt sind, haben die nicht mal die Möglichkeit, irgendwie sich medizinisch versorgen zu lassen. Oder wenn es doch so sein sollte, dann müssen diese Menschen wirklich doch betteln, dass die im Krankenhaus aufgenommen werden oder dass überhaupt ein Arzt sich bereit erklärt, medizinische Versorgung zu leisten. Alhamdulillah, wir als Organisation Help Dunya tun das. Wir sind schon einige Male hier gewesen. Wir haben hier hohe Lebensmittelpakete, zwei Hähnchen, eine Tüte voll mit Lebensmitteln, Mehl, Reis, Salz, Zucker, Spaghetti, alles was man halt so zum Leben braucht. Und natürlich auch noch eine ganze Menge an Brot. Und pro Paket gibt es natürlich noch 5 Liter Öl dazu.